Guten Tag. In der letzten Folge haben sich Wandi und Daddy sehr gut alleine beschäftigt, nämlich mit Schnapsbrauen und Saufen. Aber natürlich kann ich die nicht zu lange alleine lassen, denn sonst fangen die wieder an, Kinder anzufackeln, Typen totzuschlagen, alten Frauen bei Rot über die Straße zu helfen und solche Dinge. Nicht? Deswegen Attacke, es gibt noch was zu tun. Viel Spaß und bleib geil. Niemand hört mir zu, wie zu Hause. Nein, du bist nicht bei Konstantin. Vielleicht ja doch. Ach so, er ist die wahre, ist die Real-Life-Quelle für Konstantin. Ja, ein bisschen Berühmtheit muss man ja gönnen. Ja. Das stimmt. Ja. Habe ich dieses Jahr vergessen zu sagen, dass Blitzjob und Schnurzeltag war? Scheiße. Ja, Schneeblutag hast du vergessen. Der ist jetzt 4 Tage her. Fuck. Ich hatte mir da extra eine Erinnerung im Kalender geschrieben. Das tut mir leid. Ja, ist aber auch nicht so das Schlimme, weil ich habe ja gerade keine Freundin. Ja und? So ein Schnitzel? Ja gut, ein Schnitzel habe ich gegessen. Na okay, wenigstens was. Also. Es verhält sich so, dass. Ja. Nämlich der Fall ist das. Folgendes sich ereignet. Nämlich. Nee, das. Ihr kriegt eine Konferenzschaltung zu wie hieß denn der Typ? Vlad. Also der ruft euch beide an. Achso, ja, Teddy, ich verstehe, warte. Ich geh ran. Ich auch. Euer Gnaden? Aloha. Scheiße, Alter. Der hat eine Fahrt dran gedacht. Hehe, ich vergesse nie. Das ist gut, dann können wir das hier jetzt auch wieder lassen. Hab's für scheiße befunden. Okay. Aber ihr könnt hier, Vlad kannst du. Einfach Vlad. Soll mir recht sein. Das finde ich aber schön. Wir. Warte. Ja, wie macht man das jetzt am schnellsten? Ihr kommt einfach mal rum. Okay. Alles wann? Klar. Jetzt? Ja. Okay. Dann bin ich in geschätzte Zeichen eingeben. Da. Ja. Bist du zu Hause quasi? Nicht. Ja. Nee, nicht ja. Du, ich. Achso, der Yogi. Aber wo soll ich sonst sein? Gut, dann hol ich dich ab und dann fahren wir gemeinsam ein. Gut. Subi. Dann verlängert sich die Fahrzeit um 5 Minuten. Aber auf unserem Parkplatz gibst du dem keinen Blowjob, Junge. An meinem Schwanz lasse ich nur Wasser und Frauen. Warum sollte man sowas Kleines in den Mund nehmen? Nimm den Mund mal nicht so voll, Junge. Das ist schon ganz andere Leute drin verschluckt. Das hat er doch gerade verboten. Das ist ja, also, noch weniger kann man ja wohl nicht in den Mund nehmen, oder? Da haben sich schon ganz andere Leute drin verschluckt, Großmaul. Wie auch immer sein, wir machen uns auf den Weg. Jupp. Piep. Jupp, ich hol ihn ab. Dann steige ich mal in seinen Candy-Van oder so ähnlich, ja? Mahlzeit. Mahlzeit. Sei froh, dass ich dich überhaupt noch mitnehme. Was denn? Ich hab nicht in deine Ledergarnitur gereiert, oder? Nee, das ist richtig. Gut. Andere Gründe, mich nicht mitzunehmen, gibt's nicht. Du sahst aber auch nicht so wirklich gut aus gestern Abend.
Mir ging's voll prächtig. Der Kompass hat in alle Richtungen gezeigt. So soll's sein. Ja, kann man nie falsch liegen. Ihr werdet kurz von der Polizei angehalten. Es ist eine standardmäßige Standardkontrolle. Sie bemerken nicht mal, dass dein Licht kaputt ist, nachdem sie es zerschlagen, aber sie bemerken, da ist überhaupt kein Kindersitz. Ja, es wird natürlich nachgebessert. Wird nachgebessert. Tja, also da müssen wir Ihnen erstmal eine Mahnung ausstellen und dann müssten wir die Bearbeitungskosten. Ja, wenn es denn sein muss. Können wir da nicht noch was ändern? Ja gut, die Verwaltung und das wird natürlich alles ziemlich teuer. Oh Gott, was muss ich mich denn hinstellen, ja auch und so? Naja, also um das schnell, unbürokratisch, unkompliziert und überhaupt für uns alle zu einem Gewinn abzuhandeln, würde ich sagen, seht dich nur hin. Am besten auf dem Cradstick, das kann der Verwaltung besser verarbeiten. Ja, das ist ja, ne? Dann mache ich da mal was fertig, quasi. Also, ich hole meinen Comlink raus, den Cradstick und wie viel soll ich ihm überweisen? 70. 70, ja, dann mache ich da natürlich 70 drauf. Na gut, aber das nächste Mal nicht ohne Kindersitz. Das ist ja gefährlich. Sehr nur zu ihrem Schutz. Ja, das, da haben Sie vollkommen recht. Das, ich hätte daran denken sollen. Das stimmt. Jo, gut, dann danke und wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Ja, schon gut. Ja, fahre ich weiter, nicht wahr? Ja, fiel mir nur gerade ein. Ich fühle mich leicht entwürdigt. Ja, du sollst hier gefährlich. Ich schreibe ihm auch so, ordert ihr mal einen Kindersitz. Nochmal ist 70 doch Euro nicht zahle ich wahr. Nicht. Nochmal 70 Euro zahle ich für sowas nicht. Könntest dir so Umklappsitze besorgen. Das ist wie so ein Taxi. Ja gut. Uff, naja, fahren wir mal weiter. Immerhin gibt's gleich was zu tun. Ist Ende des Tages da. Ihr kommt an. Und ja, also der kommt dann raus, nimmt euch mit Nei. Und dann pflanzt er sich irgendwo hin und dann pflanzt ihr euch irgendwo hin. Dann kratzt er sich mal kurz am Gemächt. Macht er den Löw? Tut mir leid, niemand macht den Löw. Außer Löw. Naja, das ist ja okay, aber ich meine, man kann sich ja auch mal an Eiern kratzen, ohne dran zu schnubbern. Sagst du. Fahr mal die Yogi. Ja, der eine, der wirft jetzt wieder ein schlechtes Licht auf alle Männer, die sich nur mal in der Hose fassen und ein bisschen da zurechtzurücken. Betonen das nicht auch noch. So. Ja, muss ja mal gesagt werden, diese Diskussion muss ja mal geführt werden. Diese Diskussion muss nicht geführt werden, Junge. Nie, gerade sonst, du, wo die Eier quasi bis zum Kniescheiben hängen, müsstest eigentlich die ganze Zeit mit der Hand da drin hängen. Das ist pure Selbstbeherrschung, dass ich das nicht hab. Du und Selbstbeherrschung! Nein, der macht heimlich einfach so einen leichten Druck mit den Schenkeln, dann weiß er, dass noch alles da ist. Der muss sich nicht reinfassen. Ah, das so gibt Sinn. Also, ihr Maden, Warum so heute so freundlich? Warum heute so hässlich? Keine Ahnung, frage ihn. Mei, aber nicht, interessiert mich nicht. Auf jeden Fall. Du warst ja schon mal in der Filiale in Moskau von Dr. Varischnikov. Ja. Sehr gut. Da ist eine Stripperin. Die nennt sich Magma. Ja, ist ein Bild. Die sieht übrigens. Also, ich sag mal, wisst ihr, warum die Magma heißt? Das ist, weil die so unwahrscheinlich rot ist? Weil ihr Herpes brennt. Läuft bei ihr. Also wirklich, da ist viel an den Lippen. Ansonsten ist das ja ein hübsches Ding. Aber ich sag mal, da sind einfach Blasen.
Die strippt halt nur. Aus jedem. Vielleicht Glory Hole, weil, aber selbst da, das ich weiß, ist auch egal. Also da ist Herpes, der brennt gut. Okay. Geht also schon so leicht in Blumenkohl über, ja? Leicht oder auch, also wir sind schon bei Brokkoli. Alter! Naja, aber wenn du das Gesicht abschneidest oder nur so einen schwarzen Balken über den Mund legst, dann könnte man sich vorstellen, dass sie im Playboy wäre. Das ist für Chirurgie sei Dank. Mhm. So, aber hat der Doktor nicht da was gegen? Es ist, bestimmt hat er was dagegen, aber ja. Leute, die muss gefeuert werden. Aber nicht jetzt mit so übelst viel Hi-O-Pi und so einem Scheiß, sondern so, dass er halt, weiß ich nicht, ne? Dass es ein solider Grund ist, der glaubhaft ist und wo sie zwar sagen kann, nee, das was weiß ich, aber dass sie jetzt nicht, ihr müsst sie nicht in Bankraub irgendwie verwickeln. Ach, so gefeuert, okay. Ja, ja, nee, Alter, die muss einfach nur rausgeschmissen werden. Die darf auch nicht einfach plötzlich auf Arbeit fehlen oder ganz plötzlich krankgeschrieben sein oder so ein Scheiß. Die muss einfach raus. Wie, eine offizielle Kündigung, ja? So heißt das nämlich. Eine offizielle Kündigung. Genau. Okay. Von ihr oder gegen sie? Also, soll sie kündigen oder soll sie ihr gekündigt werden? Nee, die muss gegangen werden tun. Na gut. Aber der Geschäftsbetrieb darf nur so mittelmäßig beeinflusst werden. Okay. Aha. Also eigentlich noch ein bisschen weniger als mittelmäßig. Am besten gar nicht, sagst du. Naja. Wäre ja auch geschäftsschädigend, nicht wahr? Na klar. Und was willst du dann ficken, du hässliches Schwein, wenn du nicht mal mehr tot drin kannst? Ich kann es dir nicht sagen. Die Auswahl ist dann echt hart begrenzt. Das denke ich nämlich auch. Na, die Braut deiner Träume findet sich an deinem rechten Arm. Und heißt Jill. Okay. Ja, du gibst deiner Wichshand einen Namen? Junge, halt mal die Hand vor das Gesicht und dann lies mal, was da steht. Ja, nicht. Na, also wenn du die linke nimmst, dann steht da Jill. Nee, Alter, da steht Schädelbrecher von Leuten, die facklabern. Und das auf der anderen Seite, doch, da steht was, da steht Zahnzange. Also ist alles klar, doch. Achso, ja, hier, TikTok, du kriegst, keine Ahnung, das ist das gleiche wie letztes Mal. Schön. Mach ich. Na, Juri. Dann auch auf und davon. Moment. Hm? Moi? Du hässlicher, dummer Wichser, hatten wir nicht eine Abmachung? Oh, hier hatten wir eine? Jaja, letztes Mal hat er gesagt, du machst ein paar kleine Sachen für uns und dafür helfen wir dir. Ich habe gerade die beiden NPCs völlig durcheinander gebracht. Ja, ich habe die Frage nicht gestellt. Entschuldigung. Hä? Was hast du denn gedacht, wer das ist? Hier Dings. Ich habe mich schon gewundert, warum er den TikTok kennt. Hello, oder was hast du gedacht? Ja, ja. Oh. Also Vlad und Fedor zu verwechseln, ist echt eine harte Ansage. Ich meine, Fedor hat dich öfter übelst beleidigt und hat damit angegeben, was er für Schlaghände hat. Jeden Tag eigentlich. Ja, ich nachdem er dich mit Tiramisu gefüttert hat. Deswegen war ich die ganze Zeit völlig verwirrt. Der sprachliche Duktus war doch deutlich zu erkennen. Ach, ja, sorry, Daddy, Alter, sorry. In deinem Kopf will ich echt nicht reingucken, komm ich nie wieder raus. Nee, das ist ziemlich tief da und ziemlich dunkel. Du bist auch mal in Narnia reingefallen und hast den Weg noch nicht wieder rausgefunden. Nee, ist schon Vlad. Schön. Aber gut, das erklärt einiges. Ja,
Du hattest ja mit ihm eine Abmachung, da hast du Fragen nicht erstellt, okay. Nee, eben. Es ist, das ist dann ja, nee, dann, alles easy. Alles easy peasy. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Jo, reiten wir vom Hof. Dann würde ich sagen, gehst du hier mal rein, machst dich mal schlau über die gute Dame. Ich. Uff. Meinst du, lassen sie dich nicht rein, oder was? Wir werden es erleben, wenn du es drauf anlegst. Nein, ich meinte eigentlich digital quasi. Du wirst ja wohl, man wird ja wohl irgendwie finden, oder? Ach jo, das macht wieder Sinn. Vermutlich, ja, doch. So, dann müssen wir irgendwie einen Grund finden, warum man sie kündigen kann. Sicherlich. Leerzeichen muss, glaube ich, dazwischen. Yep. Wenn ich das richtig sehe. Yep. Ja, klar. Läuft bei dir. Hat er verschlafen. Also Magma. Bürgerlicher Name Lina Efremova. Da. Wohnt in Donskoy in einer normalen C-Gegend. Ist in ihrer Jugend wegen einmal Ladendiebstahl auffällig geworden, aber sonst nischt. Mutter hat sich totgesoffen. Vater ist beim Gleisbau verstorben. Du musst wissen, wenn man so eine Linie quasi repariert, also die Gleise, dann müssen Fahrpläne eingehalten werden und wenn der Wichser da nicht von den Schienen weg ist, da kann ja Energia nichts dafür. So. Völlig plausibel. Ja, natürlich. Hat einfach die Arbeitsschutzbedingungen nicht gelesen? Na klar konnte der nicht lesen, aber das ist ja jetzt auch nicht Energias Schuld. Der hätte ja kostenpflichtig an einem Weiterbildungskurs teilnehmen können. Auf jeden Fall. Hat noch zwei Schwestern, die eine arbeitet irgendwie im Staffercheck als Verkäuferette und die andere ist im Knast wegen das ist nämlich Kinderprostitution. Haha, so. Kinderprostitution. Ja, also nicht sie als Kind, sondern sie Kinder dazu zwingend. Sympathische Person. Hehehe. Du hast neulich auch Kinder umgelegt. Auf jeden Fall. Davon weiß ich nichts. Das ist völlig irrelevant. Auf jeden Fall. Und umlegen und vergewaltigen. Großer Unterschied. Wenn du Straßenkinder aussammelst, pass mal auf, die machen das freiwillig, denn auch die wollen was essen. Moral ist echt so eine Sache in Shadowrun. Auf jeden Fall. Ansonsten, was gibt's über die zu sagen? Die hatte früher nicht so krasses Herpes, aber seitdem sie bei Dr. Baryshnikov arbeitet. Also die hatte erst an der Kasse gearbeitet, aber dann war plötzlich einiges los und dann durfte sie auch tanzen. Das ist so dumm. Auf jeden Fall träumt immer davon, das Reiten zu erlernen, ist natürlich finanziell nicht möglich und auch moralisch, das ist tatsächlich moralisch nicht möglich. Ja, erstens deswegen und zweitens, weil, egal. Auf jeden Fall ist ein ziemlich großer, ziemlich, also die geht teils auf so unterste Schublade, nennen wir es trotzdem mal Maskenbälle, also wo Lohnsklaven denken, so wären Maskenbälle, wo sie dann hier so immer innen auf Katharina die Große macht. Ja, das erstmal so. Wenn ist die auch so korpulent wie Katharina die Große? Nee, aber die hat da tatsächlich sich ein Kleid machen lassen, wo man schon was untergebracht hat. Ein Fettsuit. Eine Laperin, ja? Ja. Wie diese Jane. Rollenspieler nicht mag, ey. Eieieiei. Die Frau hat ja ein ganz fantastisches Leben. Wir müssen sie da raus retten.
Kann ich sie oder sagen wir es ihr Comlink finden? Ja, also sie benutzt ja zwei. Das eine ist das Geschäftscomlink, das, obwohl beim Tanzen brauchst du kein Comlink. Brauchst du tatsächlich einfach kein Comlink. Obwohl. Für die Ja gut, Trinkgelder. das eine, genau, ist nämlich ein Geschäftscomlink. Man kann ja keine Scheine mehr an das Schlibbi stecken. Das eine ist ein Geschäftscomlink, das ist halt geslaved an den Host von der geilen Filiale. Das andere ist ihr Zuhause-Comlink und das findest du schon nach ein bisschen Suchen. Das ist jetzt auch nicht, also ich sag mal, also die arbeitet bei Einfachst. Dr. Baryschnikow. Ja. Immer eine Also Frage des Bamsday. ihre Firewall, die ist ja quasi. Glühwürmchen? Quasi, inzwischen schon. Hm. Dann gucke ich mal, was da drauf ist. Fahrkarte, Gutscheine für irgendwelche Pflegeprodukte, Rechnung, der Hausschlüssel, also der elektronische Hausschlüssel, also auch zu ihrer Wohnung. Den könntest du probieren schon mal, dann probier dich nicht einbringen. Ja. Solche Dinge, also nichts über krasses. Kopie von Ihrem Arbeitsvertrag. Ja, der ist drauf. Gucke ich mir den mal an, was es da so an, wie soll ich sagen, Kündigungsmöglichkeiten gibt. Echt viele. Also ich meine, im Wesentlichen sowas wie Kündigungsfristen und Schutz und so ein Scheiß gibt's ja nicht. Also eigentlich alles ist Kündigungsbedingung. Natürlich, natürlich. Nichts, was jetzt ganz speziell ins Auge sticht, was sehr unnatürlich wäre oder sowas. Grübel denk. Was steht denn da zur Hygiene und so weiter, wie sie einhalten muss? Na, die Hygienevorschriften bei Dr. Baryschnikow willst du sehen, ja? Ja, gut, die sind wahrscheinlich nicht allzu hoch. Pass auf, da steht drin, es sind die Hygienevorschriften einzuhalten, sie werden mündlich dann quasi ausgemacht. Yay. In dem Laden warst du schon mal. Guck, kam mal so ein bisschen mustert von oben bis unten an und rutscht so mit der Arschbacke so einen Millimeter von ihm weg. Nicht als Kunde. Okay. Auch nicht, ich hab da. Nein, Moment, das klingt falsch. Ich Also, hätte das soweit jetzt ich mich auch entsinne, gesagt. hast du sogar einen Lapdance ausgegeben bekommen. Ja. Das ist ja Aber. quasi Kunde. Ja, aber nicht als sowas. Also, ne? Hey, das sind Ja. die wenigsten ficken dort. Das ist ja hauptsächlich Strip-Bar und dann nur so ein bisschen Bordell. Und natürlich kannst du dort allen Scheiß von denen kaufen. Ich würde sagen, du kannst das Strampeln aufhören, du bist erwischt. Ich konnte mich sowieso nicht dagegen wehren. Ich war angetrunken. Das Und mag es dich war auch jetzt nicht. rechtlich entlasten, moralisch trotzdem fragwürdig. Es war auch nicht meine Idee. Aber lassen wir das. Besser ist das. Gibt es da eine Verbindung zu Ihrem Geschäftskomplik über das Dingen? Nee, nicht wirklich. Sie hat jetzt auch tatsächlich zum Beispiel die Entsperrungscodes drauf gespeichert oder so. Ja, nee, ich hatte da jetzt was anderes gedacht, aber okay. Na, woran hast du denn gedacht? Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm.
Dass sie sozusagen von ihrem Privatcom-Link sozusagen offensichtlich zu ihrem Geschäftscom-Link hat. Weil sie ja vielleicht schon mal Daten hin und her transportieren muss, will. Zum Beispiel, naja, keine Ahnung, Trinkgelder oder so eine Scheiße. Nee, das jetzt nicht. Trinkgelder gehen alle in die Chefkasse. In der Chefkasse. Werden dann ausgeteilt. Ja, Gleichmäßig an eine die Frau. werden dann ausgeteilt. Genau. An den Chef und an den Chef und an den Chef. Aber manchmal kriegen sie noch ein White Russian spendiert, wenn sie gut gearbeitet haben. Ach ja, ist der Kapitalismus nicht herzallerliebst. Aber den werden, wie heißt denn das gleich? Hier, du weißt schon, Verhütung und sowas, das wird denen alles tatsächlich bezahlt. Also denen, die da als Nutten auch arbeiten, da ist eine Klausel drin. Und sollte es zu dem unwahrscheinlichen Fall kommen, dass ein Gast sich nicht gut verhält und die Sicherheit nicht schnell genug den weggezerrt hat, würden sie zum Beispiel auch eine kleine Gesichtsrekonstruktion bezahlt kriegen. Also vorgeschossen kriegen würden sie die. Und dann müssen sie nur 80% zurückbezahlen. Ein Wohltäter. Also ich finde das völlig plausibel und völlig in Ordnung. Tja, okay, wir haben also warum liegt nur Zugriff auf ihr Privatcom-Link? Und wenn ich auch nur daran denke, bei Baryshnikov den Haus zu hacken, kriege ich leichte Kopfschmerzen. Ich will nämlich nach So. mein Deck kriege ich wahrscheinlich nicht mehr mit Atta sauber. Vermutlich nicht. Aber du wirst dich ja wohl besser schützen können als wir mit unserem Comlink, oder? Ja. Siehst du, also stell dich doch nicht so an. Aber i. Ja, aber ich. Ja, wenn man dir jetzt so einen Neoprenanzug umstellen würde und sagen, kann man da diese Leichengrube, da unten ist ein Diamant drin, hol mir den mal raus. Sagst du dann, ach, ich habe ja einen Neoprenanzug, der schützt mich besser als meine Unterhose. Würdest du das machen? Wenn der Diamant groß genug ist. Der ist echt wohl nix fies, der Alte. Aber gut, der geht ja auch bei Baryshnikov, lässt sich Lapdance abholen. Wenn du das meinst. Also sollte ich mal die Tage bei Baryshnikov vorbeigucken. Meinst Ja, wir müssen ja quasi irgendwie was tun. Also das wäre eine Möglichkeit, dass wir mal gucken, was denn überhaupt Kündigungsgründe sind und dann mal schauen. ich hätte eine grobe Idee. Ich könnte das sozusagen von ihr aus machen. Wie von ihr aus? Ja, ich gehe zu der, wenn die mal aus irgendeinem Grund nicht da ist, was man aber nicht, wie soll ich sagen, seinem Arbeitgeber beweisen kann. Und gucken wir mal richtig Kopf rein. Und Von ihrem Comlink oder was? Wie meinst du das jetzt? naja. Lass es so aussehen, als wäre sie unberechtigt mit ihrem Comlink in den Haus gegangen. Okay, kann man machen. Das halte ich sogar für plausibel und machbar. Zwar ein bisschen. Na gut, das traut ja aber keiner zu, oder? Wenn ich mich dilettantisch genug anstelle, schon. Ja, das Problem ist, dann kommst du aber auch nicht rein. Also. Ich habe auch gesagt, ich muss nicht da rein. Ich muss mich nur dilettantisch genug an der Tür anstellen. Aber war nicht der Sinn und Zweck, dass wir erstmal rein wollen und uns das angucken? Was willst du da dann? Wer soll nur dafür sorgen, dass sie gekündigt wird? Ja, aber das ist noch kein Kündigungsgrund, dass sie von sich aus da vielleicht versucht, was zu hacken. Wenn sie es hinkriegt. Das ist selbstverständlich ein Kündigungsgrund. Die kann von ihrem Comlink aus nicht hacken. Richtig, die braucht ein Deck. Scheiße. Das weiß der Hacker nicht. Oh. Doch, das weiß er doch. Das habe ich doch gerade gesagt. Die habe ich nicht gesagt. Ach so. Mit dir rede ich überhaupt nicht. Selber nicht reden. Ja,
Juti, also ich dachte eher so an, wenn wir jetzt mal ganz grob fahrlässige Verunreinigung ihres, ne, also sie verunreinigen, sodass sie halt nicht mehr strippen kann, dann wird sie halt auch gekündigt. Du willst den Blumenkönig unter ins Untergeschoss bringen, oder was? Den hat sie doch schon. Im Untergeschoss hat sie hoffentlich noch nichts. Also ich meine, natürlich gibt's auch Nacktbilder, wollt ihr die sehen? Das hat wohl einen professionellen Grund, also. Ungern. Also der ist kein Blumenkohl. Na, siehste. Na, siehst du, wenn die da Blumenkohl kriegt und vielleicht auch noch andere Hautkrankheiten, die halt eher nicht so schön sind, hier so wie Flechtenschuppe oder sowas, wie heißt das? Schuppenflechte. Schuppenflechte? Hey, wusstest du das? Das ist ja halt nicht so schön. Dann ist die ja nicht mehr so brauchbar für den Strip geeignet, weißt du? Okay, also biologische Kampfwaffenmittelgedöns. Okay. Genau. Oder wir machen sie einfach nur fett, aber das Fett ist ja Kacke. Das geht nicht so schnell. Außerdem kann man das jetzt schnell wieder absaugen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann schneidet Baryshnikov doch wieder in Form. Sie braucht also was wie Hyper-AIDS oder sowas. Irgendeine Geschlechtskrankheit oder andere Sachen, die halt unappetitlich sind. Ja, yep. Irgendwas, was die Möse nachher aussehen lässt, wie irgendwas Mutiertes aus dem Weltraum. Blue Waffle. Gut, wo kriegen wir Blue Waffle Keime her? Das glaube ich ein Pilz. Den habe ich mir aber jetzt nicht bestellt. Ich hätte geglaubt, dass ich das in meinem Wohnzimmer hätte. Warte mal kurz, das google ich mal. Oh ne, ich will das nicht googeln. Das ist so widerlich. Jetzt stell dich nicht so an, so schlimm ist es nur auch nicht. Scheidenpilz. Scheidenpilz. Na guck, gibt es gar nicht. Scheiße, ist das eine lange Liste auf Wikipedia. Aber Scheidenpilz an sich Scheidenpilz? kriegst du übelst schnell wieder weg, ne? Ja, puh, keine Ahnung, hab ich noch nie gehabt. Erstens, das ganze Meer schon mal nicht erzählen. Und zweitens bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr unproblematisch ist, auch von der Medikation. Oh. Da weiß ich was. Aber das ist böse. Was denn? Was denn? Warte mal. Ich muss gerade überlegen, wie die Dinger heißen. Ah, ich habe was Schönes. Was denn? Vulväre intrapiteale Neoplasie, VIN. Was ist Einfach das so mal Schönes? googeln und Bilder gucken. Fahrzeugidentifizierungsnummer. Mit V. Ja, da kommt ja wie Heike Identification Number. Ja, ich schreibe noch die Sie's hinter, wird schon gehen. Aber das ist jetzt auch wieder ein Pilz, oder? Ja. Na, wie gesagt, ich glaube, Pilze Aber kriegst du mit hallo. Antimykotika übel schnell weg. Das ist echt nicht hübsch. Gibt's da nicht eine erwachte Variante von? Alter. Na, an die kommst du natürlich schwer ran. Und auch erwachte Pilze kannst du, glaube ich, mit Antipilzmitteln noch irgendwie töten. Hast du Naja, eine okay, Ahnung? nicht zwingend, aber ich meine, an die kommst du natürlich schwächer ran. Ich glaube, ihr müsst euch leider wirklich von der Pilzidee ein bisschen entfernen, weil tust du dir so eine Kapsel in der Muschi und dann ist es nach ein paar Tagen weg. Vielleicht maximal 3 oder so. Hier steht 3. Hm. Aber sie sah so schön aus. Das stimmt. Das tut mir auch sehr leid. Hepatitis? Es gibt so Bakterien, die richtig übel sind. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ja gut, wenn du bei Bakterien bist, dann bin ich halt bei Antibiotika, weißt du? In einer Zeit, wo wir zwar aufwendig und etwas teurer, aber wo wir halt AIDS behandeln können. Ja, das ist richtig. Ist ja nicht jeder wie du. Aber trotzdem, wenn sie so einen Scheiß schon mal hat, dann wird sie doch bestimmt erstmal freigestellt. Pass mal auf, die meisten Scheidenpilze werden das Aussehen nicht hart beeinträchtigen. Ich lese hier nur was von Rötung. Bei den Sachen, die ihr so rausgesucht habt, ich glaube, die musst du richtig lange gären und fressen lassen, damit da was Ordentliches passiert. Und da die das wirst du ja meistens vielleicht eher merken, das ist ja bestimmt eher unangenehm. Und dann kommt halt wieder die Kapsel. Übrigens, das ist kein Pilz, sondern ein Virus. Virus, okay. Viren sind natürlich ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, auch da dauert es halt relativ lange dann, ne? Bis das ordentlich sich durchgesägt hat. Okay, gehen wir mal ganz grob durch. Wir haben Viren, wir haben Bakterien, wir haben Pilze, wir haben Urtierchen und Gliedertiere als Möglichkeit. Ja, irgendwelche Parasiten halt, ja. Genau, wenn wir die damit halt übelst verseuchen, also nicht nur eine Sache, sondern gleich mal alle, dann lässt das ja schon eher, oder ne, öfter mal, nicht nur einmal, sondern sehr häufig. Oder das dauert zu lange? Ihr müsst euch auch folgende Frage stellen. Diese Dinge sind ja meistens auch lokal, ne? Das heißt, ihr müsst sie auch lokal einbringen. Ich meine, man kann sich ja zum Beispiel DMSO auf die Zunge schmieren mit so einem Zeug, sich selbst immunisieren und dann mal kurz drüber. Aber einer Nein. muss dann halt auch. Nee, ich dachte da eher so an, die gute Dame hat ja Tampons. Wenn man da das Zeug einführt, in einer gewissen Häufigkeit. Konzentration, genau, dann vermehrt sich das Zeug wie Arsch. Sobald es dann eingelegt wird, weißt du? Eingeführt. Alternativ Unterwäsche, Bettlaken, also Krempel. Die schönste Ecke. Die bezahlen quasi nur mit Überweisung im Comlink oder gibt es auch eine etwas diskretere Variante mit Kretsticks? Hä, bist du bescheuert? Du bist stolz darauf, bei Dr. Baryshnikov gewesen zu sein. Ich meine, Bezahlung ist ja, solange du es nicht teilst und so, auch einigermaßen diskret. Da kann ja dann auch im Kontoabbuchungsding was anderes schnell. Also Dr. Baryshnikov. Du, aber Credstick ist ja, das macht ja kein offizielles Geschäft. Das ist ja unkompliziert und so. Das ist ja kompliziert und so. Ja, ich meine, weil das ist halt so. Normalerweise bezahlst du ja, wenn du von der Firma oder sowas quasi in einem Etapp des Morgis, bezahlst du ja auch eine andere Eventfirma dafür, damit das halt entsprechend verheiratet wird. Als Privatmann kannst du natürlich schlecht eine Eventagentur jedes Wochenende buchen. Du musst natürlich irgendwie eine Möglichkeit haben, die eifersüchtige Ehefrau zu Hause zu überlisten. Und Gott schuf das Zweitkonto, von dem sie nichts weiß. Ja, und wie kriegst du Geld auf dieses Zweitkonto? Das ist doch alles viel zu kompliziert. Ach komm, ein bisschen anstrengen musst du dich schon. Du kannst doch nicht mit Credstick bezahlen. Das wird dann abgebucht als Autoreparatur. Hat die alte Ahnung von Autos? Nee. Na gut. Die Abbuchung erfolgt über irgendeine Holding-Bezahlgesellschaft-Scheiß, wo du halt nie weißt, was es ist. Sehr gut. Wo auch verschiedene Dinge drüber laufen. Vielleicht hat er mir ein Geschenk gemacht. Übrigens diese Tampon-Idee, ne? Mhm. Die kommt ja immer wieder bei uns. Aber sie ist auch nie schlecht. Das ist richtig. Tampons gehen immer. Und wenn du Bakterien in Tampons tust, das ist das Fieseste, was du machen kannst. Sie infiziert sich quasi selbst und ist also quasi unschuldig. Sie hat das so selber gewollt. Ich muss sagen, diese Bilder sind auch irgendwann einigermaßen hypnotisierend. Ja, die mit dem Muschipissen. Autounfallmäßig, ne? Ja, auch. Lecker. So, gut, machen wir das mal aus.
Ah, so heißen sie. Staphylococcus aureus. Aureus. Na, ich dachte, ihr wollt eh einen Mix von allen spaßigen Sachen, die es so gibt, machen, damit man auch alles abdecken kann. Wäre eine Möglichkeit, die sind, aber... Die sind gar nicht so schlimm. Ich sag das... die Probleme ist, dass es wahrscheinlich mit ein, zwei Tabletten und einem Zäpfchen vorbei ist, ne? Ja gut, ich meine, auch ihr werdet euch ja als Charaktere ein bisschen einlesen. Meine Vermutung ist die folgende. Das fängt einfach an zu jucken und zu brennen und du hast Ausfluss, wenn das lange genug gären lässt, so. Dann denkt die sich, aha, scheiße, ich hab einen Muschipilz. Dann geht die los, geht in die Apotheke und sagt, ich hätte gerne Antibiotikum. Wegen so einem Scheiß rennst du ja nicht zum Arzt. So, wenn da aber jetzt zusätzlich noch Bakterien, Viren, Krabbeltiere und Dinosaurier-Eier am Spiel sind, dann weiß sie das ja nicht. Ich meine, die kann ihre Symptome ja nicht deuten. Und die sind ja vermutlich auch gleich. Das heißt, das wächst dann weiter. Das heißt, sie sagt dann, das hat nicht funktioniert, gib mir mal ein anderes Antimikotikum, Dings da. Und dann sagt er, naja, es ist ein anderes, Geld, 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 Geld. Und dann könnte es schon funktionieren. Hm, wir müssen eher so einen speziellen Cocktail mischen. Ja, ich meine, die wird ja deswegen nicht zum Arzt gehen. Und selbst der hört sich das kurz an und sagt, hier hast du das. Das kennt die ja nicht wirklich. Okay, jetzt müssen wir noch wissen, wo wir die Dinosaurier jagen gehen, ne? Das ist der nächste Schritt, ja. Richtig, wie kommen wir mit die Scheiße ran? Daddy, was ist denn eigentlich in deiner Hose? Was hast du nicht denn so viel. Ach also, so. Nicht so viel an Krankheiten. Ach so. Ich hab's heute mit mir selber irgendwie ein Beinchen zu stellen mit Sprüchen. Ja, das gefällt mir sehr. Es erheitert mich so leicht. Ja, ich muss ja hin und wieder auch mal ein bisschen was von den dicken Eiern niederlassen. Fang. Ja, genau, richtig. Also diese Staphylococcus-Infektionen sind echt eklig. Alle möglichen Infektionen und Krankheiten können irgendwann echt eklig werden, glaube ich. Ja, du kannst, wenn du das Ding unter die Haut kriegst, dann fangen die Dinger an, irgendwie wegzufaulen und so. Das ist echt witzig. Ja. Das ist bei allen, glaube ich, Bakterien fängt das irgendwann an, wegzufaulen. Also bei echt vielen. Alle, die nicht Toxine produzieren. Da hat das jemand in die Nase gekriegt. Also das ist schon wieder wirklich widerlich. Das sieht übelst lustig aus. Ja, sieht aus, als hätte der Candice-Zucker in der Nase, Junge. Ja, aber das ist so widerlich. Ja. Also Luft holen ist da nicht mehr, würde ich sagen. Ich bin ja fast versucht, diese ganzen Pausen während des Suchens jetzt drin zu lassen, damit ein guter Milzbro oder eine Milzbrolette sich auch ein paar Bilder angucken könnte von Vaginas und Nasen, die völlig zerstört sind. Wir könnten das da einfach in die Infobox setzen. Ich könnte Kommentar, diese ganzen hallo. Links rauskopieren, aber ich könnte das auch nicht machen, weil das mir zu viel Arbeit ist. Weil du musst ja nur eingeben, Scheidenpilzbilder. Soll ich dir kurz ein Dossier fertig machen? Na, wenn du es mir schon gibst, dann habe ich ja keine Wahl. Ein Kurzdossier über Krankheiten. Einfach kommentarlos in die Infobox. Wer draufklickt, ist selber schuld. Na, auf WordPress kann ich das sogar noch besser verlinken. Schreib ich einfach hin. Lecker. Lecker und total relevant. Alter. Wir werden die 5 Fans, die wir haben, verlieren. Wir haben mehr als 5 Fans, ja? Wir haben überhaupt keine Fans. Wir haben nur übelste Milzbros. Und Brosetten. Brosetten ist auch richtig gut. Sag mal, Spielleiter, so eine Bahnhofstoilette, gibt's da sowas, was vielleicht nicht so vernünftig von Drohnen gereinigt wird oder sowas? Die vielleicht was sogar berühmt, meinst, es gibt Bahnhofstoiletten, die nicht ordentlich gereinigt sind? Da kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, ich weiß ja nicht, ob Sanifair schon überall ist. Ja, selbst wenn, da kommt irgendein Randale-Kit und tritt dort irgendwas ab und dann war's das. Okay. Aber ich glaube, ich meine, dort sammeln sich schon Bakterien, ja. Ja, und vor allen Dingen, nee, weil du weißt ja, was sozusagen da
Kontakt mit den Abklatschflächen hat. Das heißt, genau, wir brauchen Kontaktabklatschflächen und da müssen wir nur noch was, also einen Inkubator dafür bauen. Das ist gar nicht so schwer. Es muss nur warm und feucht sein. Oh, Leute. Es wäre übelst witzig, wenn die dann so ein bisschen drauf wäre, weil da noch eine ordentliche Prise Koks mit drauf war oder so. Denn auf solchen abgeranzten Brillen hast du immer eine Prise Koks. Warte mal, andere Idee. Wie das eigentlich so mit Drogenkonsum aus, so mit krassen Drogen. Ja, wenn die auf einmal plötzlich auf Heroin ist, ist das natürlich keine gute Sache. Dann Heroin. Ist die völlig raus, ja. Dann nehmen wir nämlich nicht irgendeinen Scheidenpilz, den wir da drauf packen, sondern schmieren das Zeug mit irgendeinem Novocoke ein oder sowas. Und dann schiebt die sich das da unten rein. Das geht genauso in die Schleimhaut rein. Ja, sollten wir nur voll aufpassen, dass wir nicht zu viel davon nehmen. Das Lustige ist, wir müssen ja nicht mal viel, wir müssen, muss eigentlich noch nicht mal so viel sein, dass du wirklich was merkst. Es muss nur nachweisbar sein. Naja, wenn es nachweisbar ist, dann wird dir davon auch was merken, aber kommt auf die Droge. Ist es halt in Konzentration, wo du noch nichts merkst. Du kannst ziemlich krass Dinge nachweisen, auch heute schon. Welche Wirkung hat nochmal Blitz auf den menschlichen Körper? Das ist quasi Sharon Heroin. Ja, herzlichen Glückwunsch, wir haben davon gerade richtig viel. Ja. Das Ding ist, über Vaginalschleimhaut bist du auch halt nach 5 Minuten dann gut dabei, ne? Jupp. Ja, wir müssen ja nicht viel nehmen. Genau. Und wir präparieren jeden ihrer Tampons. Die müsst ihr ja täglich hoffen. Die muss ja täglich quasi wechseln, also ist die auch spätestens nach 2-3 Tagen abhängig wie Arsch. Ja, Ding ist natürlich kontaminiert. Nur, jetzt müsste, also ich meine, jetzt hat die ja nicht jeden Tag ein Tampon drin. Das ist richtig. Was sagt denn ihr Comlink, wann sie das nächste Mal ihre Periode hat? Ihr Comlink sagt das nicht. Die wird da bestimmt eine Erinnerung haben, wann ihre Pille nehmen muss und wann sie absetzen kann. So kompliziert ist das nicht mehr. Du lässt ihr ein Stäbchen unter die Haut ballern und dann war's das. Ja, dann hat die... Das ist immer schlecht. Was sagt denn ihre Rechnung, wann hat sie denn das letzte Mal Tampons gekauft? Ich glaube nicht, dass das aussagekräftig ist, weil ich glaube, dass Frauen sowas durchaus auf Vorrat haben. Ja, okay, das stimmt. Ich glaube nicht, dass sie sagen, oh, morgen habe ich vermutlich, wenn nicht schon heute, einen Ausfluss voll von Blut und Schleim. Ich sollte heute nochmal kaufen, denn ich habe nichts mehr. Hast du eine Ahnung, was ich schon erlebt habe mit Frauen? und bedenket auch, es können immer Dinge schiefgehen, und bedenket bitte auch, die Frauen haben ja meistens mindestens 2 Tampone noch in der Handtasche für Sonderfälle. Ich habe schon Dinge erlebt, da hast du Sandsäcke geschaufelt in Panik sonntags, weil naja, die Frau schlecht vorbereitet war. Weißt, wie das in dem Zusammenhang klingt, ja? Ja, und ich sage es bewusst. Ich liebe dich. Ich dich auch. Alter. Beauty. Wir müssen aber nicht unbedingt auf ihre Tombox zurückgreifen. Die Dame hat doch Unterwäsche, die hat genauso Kontakt mit der Vaginalschleimhaut. Ja, das stimmt schon, das ist letztlich vermutlich. Wir müssen nicht mal über die Vaginalschleimhaut, wir können es auch ins Essen tun. Stimmt. Also. Kannst du bitte aufhören? Also wir waren gerade, also wir wollten heute einen Männerabend machen. Wie kann man da jetzt bitte von dem Thema Vagina wegkommen? Was ist denn eigentlich mit dir? Schäm dich, das ist nicht unser Stil. Shame. Sag nicht unser Duktus. Okay, wir gehen auch natürlich auf jeden Fall über die Vaginalschleimhaut. Guck mal, wenn du es an die Unterwäsche tust, dann musst du ja quasi nur irgendwie eine Paste oder so dran machen, dass es halt noch ein bisschen klebt, die sich dann lösen kann. Wenn du es ins Essen tust, musst du das umständlich mit einer Spritze irgendwie da in die Packung rein. Ach komm. Ja, das Problem ist, beim Essen fällt es wahrscheinlich ja nicht so schnell auf wie beim Höschen, was sich verträgt, wieder anzieht, weil da eine Paste drin geschmiert.
Nein, die trocknet doch dann an und dann wird die wieder aufgelöst und das ist doch ganz wenig, was du da brauchst. Du brauchst wirklich sehr, 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 sehr wenig. Gerade bei Bliss, Alter, das schießt dich an Orte. Das ist gut. Alles klar. Und das, wir haben einen Plan. Ist quasi ziemlich reiner Stuff. Ausgezeichnet. Deswegen ist der auch verhältnismäßig sehr viel wert. Es geht doch nichts über vernünftigen Drogenkonsum. Ausgezeichnet. Ja, wir dürfen nur nicht auf. Jetzt hast du Erfahrung mit Drogen und wie viel man konsumieren darf. Also Bliss, nein. Gut, aber wir haben vielleicht jemanden, der sich damit auskennt. Irgendeiner in der Gang wird das wohl wissen. Wenn ich da jetzt anrufe und frage, wie viel Bliss kann man über die Vaginalscheiben heute aufnehmen, ohne dabei zu sterben, werden die mich sehr komisch angucken. Dann versuche ich einfach mal eine Datensuche dazu. Genau, exakt bitte dieser Frage. Ja, nichts einfacher ist das. Also ich meine, das Ding ist doch folgendes. Du gibst einfach ein hier, wie viel Milligramm, ja easy, wie viel Milligramm pro Körpergewicht. Du guckst dir ungefähr an, wie viel die wiegen wird. Ist dann nicht so das Ding. Und dann ist ja meiner Ansicht, dann ziehst du noch ein paar Milligramm ab, so keine Ahnung, 10-15%. Beziehungsweise die Vaginalschleimhaut wird ja nicht anders sein als die Nasenschleimhaut, oder? Also von eigentlich daher, die haben ja dieselben sie haben ja ähnliche Eigenschaften. Deswegen kannst du das dann 1:1 ummünzen. Ich habe wahrscheinlich gerade einen Online-Rechner dafür gefunden. Ja, also ich meine, entweder einen Online-Rechner oder es gibt auch heute schon übelst viele Tabellen, wo einfach steht, pro Körpergramm wird das empfohlen und die sind mehr oder weniger akkurat. Also die sind okay. Ja. Das ist easy. Beziehungsweise gibt es natürlich ganze Foren, wo du, beziehungsweise guck dir mal, es ist da auch immer wieder unter Jugendlichen Trend, sich Tampone mit Schnaps in den Arsch oder die Vagina zu schieben, weil Geld sparen. Und da geht's ja da auch Foren. Da hast du eine Zahl, easy. Okay. Ich sag's, Carbon. Also, ich habe hier gerade mal was gefunden. Bei Kokain ist die Anfangsdosis nicht mehr als 10 Milligramm auf 75 Kilo pro Person. Also, das hast du da gedacht, wie viel es ist? Das ist natürlich wenig und bei Bliss dürfte es noch weniger sein. Na gut, das ist echt nicht viel. Ja, das ist mehr Nebenmus liegt immer an den Streckmitteln. Ich sag mal, die Feinwaage müsst ihr schon rausholen für den Job. Dann tun wir das mal. Nose Candy, sehr schön. Sehr gut. Ja, ihr packt ein paar Sachen ab. So eine wie die hat er eh bloß zwei Paar Schlippern. Dann schauen wir mal, was denn ihr Privatkommling sagt, ob sie zu Hause ist oder nicht. Na, je nachdem. Ich meine, ihr guckt halt irgendwann, wann sie das in quasi auf abwesend irgendwo schaltet, dann wisst ihr, wann sie arbeiten ist. Das ist ja nicht so das Ding. Bzw. ihre Arbeitszeiten hat sie auch drauf, ja. Ich finde schon irgendwann einen Zeitpunkt, wann sie mal arbeiten ist. Sehr schön. Richtig. Dann würden wir uns dorthin begeben, in der Nähe parken und dieses Gebäude betreten mit ihrem Zugangscode. Und uns natürlich vorher schick machen, sodass wir nicht ganz so auffällig sind, wie wir jetzt sind. Das nimmt man. Wir kleben uns quasi einen falschen Bart an und so. Okay. Ich sehe bestimmt geil aus unter so einer Zizi-Top-Matte. Nee, du kriegst so einen feinen gezwirbelten. Na klar. Hier die. Ihr betretet erst das Haus und dann die Butze. Ich habe sogar zwei Erfolge bei mich verstreiten und so. Sehr gut. Sehr gut, ja. Wir sind in der Butze. Wie sieht denn diese Butze aus? Naja. Also ich meine, ich fasse mich ganz kurz, es gibt nichts Außergewöhnliches. Pferdeposter. Oh. Ein Lohnsklavenhaltungskäfig, ja? Ja. Okay. Sie hat auf jeden Fall eine Kleiderständer halt, wo dann
ihr geiles Kleid mit einem Fettsuit ausgebreitet ist und darüber halt so eine Plastikplane. Oh, ja, damit es nicht so sifft, Junge. Das kannst du ja nicht einfach in den Schrank hängen. Und da ist dann auch die Perücke drin und alles. Sie lebt also für ihr Spiel. Ne? Für ihr Spiel. Nee, ich sag mal, die lebt nicht für ihren Job. Kann ich nicht verstehen. Na gut. Dann mache eine überflächliche Wohnungsdurchsuchung quasi, ob ich irgendwas Komisches finde, was mir komisch aufstößt. Möchte dabei aber möglichst dezent vorgehen. Ich lasse mir also Zeit. Ich werde eins mit diesem Raum. Um dann halt quasi die Geheimnisse zu lüften. Jo, das nischt. Super. Dann bereiten wir mal... In der Zeit schon mal die Güllehülle. Was? Ich würze in der Zeit schon mal die Güllehülle. Die Güllehülle. Oha. Nein, sag mal, auf jeden Fall. Easy. Gut. Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Plan. Wie viel von den Güllehüllen hast du denn quasi präpariert? Alle? Sollte mir das Zeug nicht ausgehen, alle. Alle. Gut, wir haben einige Gramm von dem Zeug. Ihr habt genug. Die wir sehr weit verteilen müssen. Das heißt, ich müsste jetzt mal den Weg des Blisses runtersetzen. Nein, muss ich nicht. Easy. Gut. Kein Ärger mit Jojo deswegen. Wo ist mein Stoff? Wir haben den gebraucht. Den sollst du nicht selber reinziehen. Den haben wir dafür nicht gebraucht. Ich hasse dich. Wer hat dir erlaubt, das Bliss dafür zu nehmen? Genau. Kaban. Genau. Ich meine, ich bin neu hier. Der Kabel hat gesagt, ich darf das machen. Der meinte, der klärt das schon mit dir. Der wird schon mit dir fertig und so. Das hat er gesagt. Guck. Der war auch, die soll nur mal kommen. Ich bin klein und niedlich. Und dann hat er gesagt, du bist eine dumme Kuh oder so. Ja, ja, so war das. Mhm. Ich würde Humpel niemals dumme Kuh nennen. Ich würde sagen, das heißt ein neuer Charakter. Weil er tot ist, weil er einfach keine Männlichkeit mehr hat. Und das ist alles, was Kaban ausmacht. Naja, ich bin die pure meine, Männlichkeit. Wenn sie ihm ein Ei abschneidet, hat er immer noch zu viel davon. Also. Ich bin die Männlichkeit auf Steroiden und auf männlichen Hormonen und so. Fünf? Ja. Und von Steroiden wirst du nicht männlicher, oder hast du? Das ist richtig. Nee, ich meinte auch, hier, wie heißt das? Nee, nicht Östrogen, sondern. Wie heißen denn die männlichen Hormone? Na, wie wärst du mit Testosteron? Ja, nicht unbedingt. Oder? Naja, aber das ist zum Beispiel so ein relativ wichtiges männliches Hormon. Doch, doch, da, also. Über Testosteron wird schon einiges geregelt. Nun gut. Mit gewürzter Unterwäsche lassen wir die Dame zurück und machen uns ja dafür hin. Ja. Gut. Dann schauen wir mal, was sie so quasi wie sie denn morgen zur Arbeit geht und wenn sie denn morgen zur Arbeit geht. An dem Nachmittag noch. Pass auf. Es eskaliert wo nochmal ein bisschen in Donskoi und Bergovoi und Joschnoja. What? Also eigentlich an ziemlich vielen D-Gebieten. Bombenschwur in Moskau. Also, ich würde jetzt nicht sagen, es wirkte ein bisschen organisiert, aber dass sich jetzt in allen D-Gebieten gleichzeitig die Massen erheben und dass sie das zum Teil selbstgebaute Sprengmaterialien haben, ja gut. Wer hat denn das organisiert? Und warum weiß ich davon nicht? Ich hätte auch gerne mitgemacht.
Das ist nicht ganz klar, aber ich sag mal so. Es folgt, nachdem groß Bericht erstattet wird, hauptsächlich von allen außer Aztec, vorrangig Zenit und Horizon, folgt eine Ankündigung, also erstmal eine Doku, darüber hin, ob, wie in dem vergangenen einem Jahr als Technology Folgendes gemacht haben. Oh, wir haben echte Probleme, weil ein paar unserer Getreide-Riesenproduktionen ein bisschen zerfickt wurden, auch durch einen Amazonienkrieg und so. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir weniger Essen haben, pumpt man das erstmal in die Metropolen und der Rest kriegt erstmal nichts. Und in den Metropolen müssen wir irgendwann vielleicht noch ein bisschen die Preise anziehen, vor allen Dingen im unteren Nahrungsmittelbereich, damit die Reichen nicht gestört werden. So. Und wenn wir dann immer noch nicht genug haben, was wir echt nicht haben, jedenfalls nicht, also die Aktien gehen hier sogar schon ein bisschen runter, aber damit es halt niemand so richtig mitkriegt, dass sie ja auch nicht mehr haben, müssen wir dann noch in unserem eigenen Land, also Aslan, müssen wir vielleicht auch noch die Leute ein bisschen mehr hungern lassen und so. Also es wird immer noch schwieriger, keine Ahnung. Und da gab es wohl auch schon ein paar minimale Probleme. Und jetzt ist es ja so, nach der Doku folgt dann auch eine Ankündigung, dass Rabotnik und Horizon jetzt erste humanitäre Hilfe leisten werden, dort wo sie können. Das ist ja nun mal für Rabotnik hauptsächlich in Russland und ein bisschen Ukas, aber da haben sie jetzt nicht viel. Aber sie werden auch durch einen Ausbau ihres Fisch- und Meeresfrüchtemarktes da versuchen, einfach einen Gegenpol zu liefern, gerade in Moskau und in Russland, damit sowas nicht mehr passiert, damit die Monopolstellung, die ja wirklich schadhaft ist, auch zerbrechen kann. Und der größte Weizenhersteller oder Produzent ist ja nun auch Horizon. Und die beiden werden jetzt quasi sich daran machen, über längere Zeiträume die schlechte Wirtschaft, die bevorzugen Aztecs staatlicher Seite und so aufzubrechen, damit sowas einfach nicht mehr passieren kann. Also und die Doku und sowas, diese ganzen Berichterstattungen, die scheinen eine ziemliche Gemeinschaftsproduktion. Ha, ja. Von Rabotnik und Horizon. Hm. Oh. Och nö. Ach komm schon. Wenn du Monopolmarkt kaputt machen willst, musst du auch manchmal mit Magma ins Bett. Schön, dass die alle an einem Strang ziehen. Dumm nur, dass es uns um den Hals liegt. Hey, ne Moment mal. Also ich meine, ihr werdet jetzt innerhalb der nächsten Wochen wieder quasi Konkurrenzprodukte haben, die günstiger sind als Aztec und die auch eine Qualität haben, wo du auf der Schüssel nicht abhebst. Das ist ja auch schon mal was. Mhm. Dumm nur, dass wir vorher mit dem anderen Scheiß leben mussten, weil wahrscheinlich, wir sagen Horizon und Gedönskirchens dafür einen gewissen Bedarf gesorgt haben, kann ich mir gerade vorstellen. Also, guck mal. Horizon hat den Krieg nicht angefangen. Aber sie werden... alle lieben Horizon. Horizon kann da auch gar nichts für. Ja, Moment. Ja, nee. Also Horizon kann da ja nichts für. Das war ja bestimmt ein komischer Drache, der da amok gelaufen ist. Na siehst du, sie haben ja keinen Einfluss auf Drachen. Eben. Und die haben jetzt auch keine... Die haben jetzt... nicht so viel Biotechnologie, um irgendwie Felder parasitär anzugreifen oder so. Das würden sie auch nicht tun. Als Megacon hast du das einfach nicht. Nein. Nee, das entspricht ja auch gar nicht der Kriegsführung. Der allgemeinen Philosophie. Die sind doch tatsächlich... Also die sind sich auch lieb. Ja. Horizon ist ein Freund. Alle lieben Horizon. Mann, das ist viel besser, wenn Flumi nicht da ist. Da habe ich viel mehr Zustimmung. Yep. Und Horizon liebt alle. Besonders ihr Geld. Ja, weil immer nur dein Bestes. Jutti, am nächsten Tag. So, gucken wir mal, wie Ihr Organismus aussieht. Ich glaube, die ist einfach Resistenz gegen den Scheiß, wa? Naja. Geht halt nicht ab, aber trotzdem wird der Scheiß drin sein. Boah, die hat einfach 5 Erfolge. Tja, das befördert natürlich trotzdem nichts unter die Nachweisgrenze. So. Okay, pass auf.
Sie geht auf Arbeit und da passiert erstmal nichts, aber am nächsten Tag ist es so, dass sie auf ihrem Comlink dann eine Abmahnung hat, weil die so einmal in der Woche oder so kommt quasi der Betriebsarzt, also der Pseudo-Betriebsarzt, ne? Die stecken da kurz die Nadel und einen Vitalmonitor rein, gucken, ob alles okay ist. Und Moment, die ficken zum Teil auch. Also einmal am Tag kommt ja der Betriebsarzt, ist ja ganz klar. Und sie kriegt eine Verwarnung wegen Konsum von Rauschmitteln, die nicht abgesegnet sind. Es gibt ja ein paar Sachen, die Dr. Baryshnikov durchaus gern in seinen Noten findet, zum Beispiel X. Bis zu einer gewissen Menge. Auf jeden Fall kriegt sie dann eine Abmahnung. Schön. Das bedeutet, sie wird jetzt dreimal dahin gehen, dreimal kommt der Betriebsarzt und dann ist die Post. Vermutlich, oder aber sie wird mit dem zuständigen Betriebsarzt schlafen und das wird nicht wieder vorkommen. Mit sowas schläfst du doch nicht als Arzt! Da weißt du doch, was du dir da wegholst. Das kommt drauf an, wie der Arzt aussieht. Und ja, er weiß, dass sie eventuell sauber ist. Ja. Alter. Andere Kunden können sich nicht so sicher sein, wie der Arzt, der sie gerade untersucht hat. Der Arzt kriegt das kostenlos. Und wie gesagt, du musst dir nur den Mund wegdenken. Dann entspricht dir den gängigen russischen Idealen. Ich glaube nicht, Tim. Wieso denn? Fickst du sie einfach von hinten, dann siehst du den Mund auf. Zum Beispiel. Ich bin bereit, die 3-4 Tage abzuwarten. Nein. Wir hatten ja auch keine Zeitangabe, ne? Nee, nicht wirklich. Siehst du. Also. Ja, sie kriegt noch eine Abmahnung und ihr Gehalt wird halbiert. Okay. Nach 3-4, also nach 4 Tagen, aber. Danach passiert erstmal 2 Tage nichts. Achso, doch, es passiert was ganz Wichtiges. Euer Schnaps ist fertig. Wow. Yes! Wie schmeckt ihr? Nein. Könnt ihr mal würfeln, wenn der Troll will? Ich weiß nicht, jetzt muss man nicht zwingend würfeln. Okay. Der wird schon. Der, also, ich meine, Wodka ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er. Ne? Wir doch, destillieren den häufiger. Der muss ja mehrfach destilliert werden. Der schmeckt schon okay. Schmeckt auf jeden Fall besser als Rape on the Beach und die billigsten Wodka-Dinger, die du so aus dem Supermarkt kriegst. Ich möchte sagen, dass ich einen Würfelpuff von 10 auf Moonshining habe. Also wenn der dann der schmeckt, schmeckt übel lecker. Danke. Ich mir sowas doch eher. Ich dachte, das waren irgendwie 5 oder so. Das sind meine Skills, aber gesagt, der Pool ist 10. Naja, ist ja das Gleiche. Ich meine, 3 Erfolge schmeckt richtig geil. Shit. Läuft bei uns. Alter. Richtig geil. Das kommt von den Qualitätskartoffeln. Und dem guten Topf. Jo. Sehr gut. Und davon haben wir ja 20 Liter Ruhe. Geil. Ja. Das heißt, ein Abend und wir sind blank. Mist. Wenn du 20 Liter Wodka an einem Abend trinkst, dann werde ich dich offiziell leider versterben lassen müssen. Ich trinke ihn ja nicht alleine. Auch zu zweit. Dann sterben 2 Leute. Oder ich glaube, dann 10 oder 20. Also ich sag mal gerade du. Ja, ich. Ne? Mit meiner hohen Konsti und totalen Robustheit gegenüber eigentlichen Arten von Krankheiten und anderen Dingen. Leider hat der Spielleiter ja das mit den Krankheiten und den Pathogenen nicht auf Konsti basierend gemacht, weil es keinen Sinn ergibt. Auf Stärke? Natürlich. Nein, du hast 6 Würfel, außer natürlich, dass du 4 hast, weil du diesen Nachteil hast. Aber gut, schmeckt übel geil. Ihr müsst euch ja nicht damit umbringen. Es ist nur eine Option, die euch offen steht.
Ja, würde ich sagen, dann haben wir uns mal so den üblichen russischen Zahnputzbecher voll rein damit zur Feier. Ja, wir haben ja noch einen Job zu tun, nicht wahr? Ja. Wegen auch Jobs wird nicht Das getrunken. ist ja in Wird der nicht wirklich. Zeitspanne, wo ihr noch wartet, was passiert, ist schon okay. Gut. Ich habe übrigens leere Flaschen gekauft und diese quasi bereitgestellt. Also beziehungsweise ich habe sie halt nicht gekauft, sondern ich habe sie aus dem Altglas geholt. Aber aus meinem eigenen. Hab sie Kam ausge. war Containern. Nein, nein, aus meinem eigenen Altglas quasi. Also nicht wahr? So die Sachen, die man aus dem Staffascheck so über hat, nachdem man saufen war. Wer kennt das nicht? Aber kommen wir mal zu unseren realen Problemen. Die Olle ist ja immer noch da. Das ist richtig. Irgendwie, ich glaube, du hast zu wenig von dem Zeug reingetan. Mittlerweile ist sie wahrscheinlich resistent gegen den Kack. Das ist erstmal Wurst. Das Zeug wird man trotzdem finden, aber vielleicht. Vielleicht geht er einfach nur davon aus, dass man es die ganze Zeit findet. Also, ne, dass sie es halt noch langzeitmäßig findet oder so. Vielleicht ist der Arzt nicht so schlau. Ich meine, wenn man das heute feststellt, würden wir es morgen auch noch feststellen, oder? Ja, aber du kannst sehr gut vorstellen, feststellen, wann der Konsum stattfand. Du hast ja Halbwertszeiten. Du weißt ganz genau, wann jemand, ob jemand nochmal sich was reingeballert hat oder nicht. Okay, das ist gut. Was stand denn in den Abmahnungen drin? Na hier, Konsum von Dr. Baryshnikov Group nicht vorgesehenen Rauschgiften und Einschränkungen der vermutete, mögliche Einschränkungen der Arbeitsleistung. Wie wäre das denn, wenn man sie wegen Handel mit dem Scheiß dran kriegt? Bei ihrem Arbeitgeber. Da wollen die ja quasi auch nur dann partizipieren. Denke ich mal. Sicher? Dr. Baryshnikov ist eine richtige Firma. Wenn du dir das erlaubst als Firma, kommt die Polizei und ruppt dir den Laden auseinander. Oder sie machen dich arm, indem sie jeden Monat wiederkommen. Ja. Also, mal so eine Idee. Wenn rund um Baryshnikows Gedönskirchens, also Stripladen, Kameras sind, könnte man doch ein Kamerabild fälschen oder ein Kamerafeed? Man sieht, wie die Olle an irgendwen irgendwas vertickt, oder? Das ist sehr gut und möglich, ja. Ja, und das dann dem Dr. Baryshnikov zukommen lassen, so als besorgter Bürger, was seine Damen denn da so treiben. Ich denke, Anonym es ist natürlich. einfacher, wenn quasi der meiste Teil der Aufnahme schon echt ist. Also dann, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand, also zum Beispiel jetzt Kaban, mit ihr redet und dass sie zumindest schon mal in der Nähe sind, dass du dann quasi nur noch Dinge anpassen musst, weißt du? Als jemanden vollständig reinzubauen ins Bild. Raucht sie? Bitte? Raucht sie? Na, sichi. Na siehst du, dann kann ich auch von ihr eine Fluppe schnurren. Ja, dann gibt sie dir was. Das ist schon mal ziemlich effektiv. Eben. Jo, machen wir das doch. Das denke ich auch. Also, häng du dich mal in die Kamera, übernehmen die mal. Okay, ich suche irgendeine Kamera in der Nähe. Also nicht, vielleicht nicht von Baryshnikov selber, weil das wäre ja wieder, ne, warum sollte ich ihm das dann schicken müssen, die nicht zu heftig gesichert ist. Ja, aber seine eigene sollte das vielleicht auch aufnehmen. Du kannst ihm das ja schicken und dann sieht seine eigene Kamera das ja auch. Weißt du? Er Aber kriegt dann das nicht sieht auf. seine eigene Kamera, dass es nicht. Ach so, okay. Ja, Ich eben verstehe. deswegen, wir machen beide, dann hat er nämlich zwei unabhängige voneinander Quellen und dann ist Die das Dr. glaubwürdiger. Baryshnikov-Kameras sind natürlich an den Horst geslaved. Ja, und die Frau wird auch nicht so blöd, den eigenen Kameras das Geschäft zu machen. Nee, ruhig so, das ist, machen wir es so in der Ecke, wo sozusagen die Kameras das nicht so sehen. Und aber wie gesagt, in der Nähe von dem Turf oder ja, am Parkplatz oder wo auch immer. Ja, so Aber ich eine glaube, stille Ecke. für ihren eigenen Gebäuden wird das schlimmer wirken. Weil Ja, deswegen sage ich ja. was sie in ihrer Freizeit tut, ist ja egal.
Also. Wenn die das auf dem Turf macht, ne? So wie gesagt, irgendwie Parkplatz, irgendwas in der Richtung. Das schon in der, mit dem Kollegen in Verbindung steht. Selbst wenn sie auf der anderen Straßenseite oder eine Straße weiter ist, also so ist, keine Ahnung, 30 Meter, ist es noch sehr problematisch. Das fällt ja alles auf den zurück dann. Ja. Ja. Dann muss ich ihn nicht hacken, er hat keine Gegenaufnahmen, die ich es mühsam rausbuddeln müsste. Ich sag mal, es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel Drohnen. Da muss man nicht mal was hacken. Stimmt. Nee, das haben nur komische Assis mit Hauern im Gesicht. Du bist der Vollspasten, Alter. Fang. Doch eine Schweinerei, sowas zu haben. Badum, shish. Du bist auf jeden Fall mein Niveau heute. Dumm, tschüss, ja. Ja, das wäre ein guter Plan. Wir können das natürlich von einer Wetterrunde meiner Wahl überwachen lassen. Das ist richtig. Mhm. Dann werden wir dies auch tun. Das ist okay. Gut, dann gucken wir einmal kurz, welchen Weg die sozusagen von der Butze, also von dem Stripladen nach Hause nimmt, dass du da was zum Ansprechen hast, in der Nähe. Ja, wo das ganz gut geht, wo du die abpassen kannst. Ja, die geht dann halt zur nächsten Monorail-Station und die ist ja ein bisschen höher gelegt. Das heißt, da ist dann so eine Wendeltreppe runter und da hängen sowieso immer auch schon ein paar Jugendliche rum, die nicht direkt nach Stress aussehen, aber halt unter dem eigentlichen Mindestalter zum Beispiel Alkohol trinken. Ja. Jeis. Oder nix. Sodom und Gomorra. Ja. Pfui. Auf jeden Fall, da ist auch, also die waren zumindest schon so weit, haben da eine Lampe eingeschlagen und so. Das ist so eine Ecke, wo man halt eher sagt, okay, da geht's gut. Okay, da geht's gut. Okay, dann machen wir das so. Deinen Auftritt. Ja, wir bereiten die Drohne vor, warten dann ab, bis sie kommt. Dann 10 Minuten vorher, ja, 3 Minuten vorher, bevor sie halt kommt, gehe ich nach oben und dann komme ich ihr quasi auf der Wendeltreppe entgegen, wenn sie gerade unten ist, will ich auch unten sein quasi. Ja. Und dann gucke ich so, raucht sie gerade in diesem Moment? Klar. Sehr gut. Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine Kippe für mich? Ne, klar. Super, Sie gibt dir, also, sie, warte. Ja doch, sie gibt dir eine Kippe. Mhm. Gibt dir Feuer, warte mal, Nix Sticks, doch, die musst du, glaube ich, auch anzünden. Gibt dir Feuerzeug? Ey, sag mal. Bist du nicht der Typ von dort? Du bist der Typ, von dem hat Destiny so geschwärmt. Die wollte eigentlich noch deine Nummer haben. Die fand dich voll schnuckelig. Destiny? Ja, die Destiny, die hat dich gelapdanced. An den Abend kann ich mich kaum erinnern, muss ich gestehen, weil ich betrunken war, aber... Ja, Destiny redet da immer noch von. Soll ich dir mal die Nummer geben? Das ist eine echt nette, so. Und ihr würdet voll das süße Paar abgeben. Wenn sie mir zwei Sachen... sie holt das Comding raus, das heißt, das ist eine Art Zahlvorgang, das finde ich gut. Ja, gerne. Oh, das ist voll cool, warte. Sie gibt die Nummer, Privatnummer von Destiny. Sehr schön. Danke. Ich bedanke mich, indem ich ihr auf die Schulter klopfe. Ihr zunicke und dann gehe. Sehr gut. Wer ist diese Destiny und wie sah die aus? Na, du warst mit Jojo bei Dr. Baryshnikov und sie hat dir einen Letdance ausgegeben und das war Destiny. Und danach kam Destiny und meinte noch, soll ich auch einen Job geben, so wie Destiny hat der das noch keine gemacht. Und das war eine Orkin, ich hab vergessen, was mit ihr nicht stimmte, aber es ist Dr. Baryshnikovs. Alter. Es war aber asymmetrisches nur die Gesicht Stimme. Oder sowas. Ja, vielleicht war die das, wo das eine Auge vielleicht einen halben Zentimeter oder ein Dreiviertel zu weit oben saß und ein bisschen zu weit außen, aber halt nur das eine. Ne? Da sind die beim Schönheitschirurgen und werden immer noch nicht hübsch. Das ist doch schrecklich. Die sind nicht beim Schönheitschirurgen. Die werden nach solchen Dingen ausgewählt. Das ist doch klar. Oh Mann.
Es gibt für alles einen Fetisch, das darfst du nie vergessen. Aber doch nicht sowas. Nein, 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 nicht, doch nicht für sowas, für alles. Ja. Das sind Dinge, die ich nicht wissen will. Aber deswegen erzähle ich es dir. Du kannst die Augen und Ohren nicht davor verschließen. Wir haben uns heute mit blauen Vaginalpilzen beschäftigt. Warum nicht auch mit Destiny? Ja, aber Destiny quasi ist ja nie. Das mag ich so nicht gerne. Dann lieber blaue Vaginalpilze. Jo, alles klar. Das ist auf jeden Fall... Ich muss gestehen, ich wollte jetzt noch irgendeinen recht guten, total witzigen Spruch mit Destiny's Child machen, aber ich habe es mir anders überlegt. Das ist sogar unter meinem Dingens. Oh, TikTok! Ja, Chef. Zeig mich doch bitte mal Felschen und Le Geek. Ja gut. Edge das. What the fuck? Ja, werde ich wohl müssen. SAE dann eingeben, ne? Na, wenn du die Nicht-Erfolge nachwürfelst, dann ist es nicht mit Regel der 6. Also dann normal. Also, wenn du nur deine Edge-Würfel nachwürfelst, die 3 oder so, dann kannst du auch mit Regel der 6 machen, ja. Drei Erfolge ist eigentlich solide. Jo. Sieht nach solidem Bildmaterial aus. Er wird es ja auch nicht hart prüfen lassen. Ja, also sieht man es ja nicht so genau, ne? Man will ja nicht haargenau drauf zoomen, ne? Sonst wäre das ja nicht nach zufällig aufgenommen aus. Ja. Ja, da kommt das ganze Zeugen schön in elektronischen Briefumschlag und auf zum guten Doktor, damit er mal weiß, was seine bösen Leute so treiben. Gut. Warte. Jo, der Filialleiter bedankt sich natürlich recht herzlich bei dir. Und wird der A versichern, dass sowas auf jeden Fall, er wird der Sache nachgehen und dass sowas bei seinen Mitarbeitern nicht geduldet wird und dass er da eine Politik der harten Hand verfolgen. Man muss ja auch mal an die Kinder denken. Und du bekommst 400 Bonuspunkte für deinen nächsten Einkauf im Dr. Baryshnikov Sexshop. Yay! Jackpot. Für alles außer Tierpornos. Aber für Lotion kann ich mir dafür kaufen fürs Wichsen. Ja. Nie wieder spielen an den Händen. Geil! Sehr gut. Ich freue mich. Das ist das Wichtigste. Achso, die wird dann leider gekündigt. Schön, Hein. Und wieder erfolgreich ein Leben zerstört. Ah. Wie könnte wir das nur so tun? Darauf ist man Schnaps. Jo. Jetzt haben wir ja genug, um dekadent zu saufen. Ja, dann kriegt Flatter als nächstes sozusagen Kopie von ihrem Kündigungsschreiben, frisch vom Comlink. Bitte nochmal. Dann kriegt Flat von mir eine Kopie von einem Kündigungsschreiben von ihrem Comlink runtergezogen und geschickt mit virtuellem Schleifchen drum. Jo, ihr kriegt einen Konferenzanruf. Ah ja. Ich geh ran. Am Apparat. Aloha. Jo, das sieht doch ganz vernünftig aus. Und ich sehe, ich habe keine Meldung bekommen, dass alles in die Luft geflogen ist. Von daher ist okay. Ihr könnt, also TikTok, du kannst dir das irgendwann abholen. Schön. Und danke. Kein Problem. Immer wieder gerne. Haben die dich hier überhaupt reingelassen, Kleiner? Ich war da nicht drin. Sowas geht auch ganz diskret von außerhalb. Na ja, gut. Ihr habt euch, ach wisst ihr was, ihr kriegt später noch einen Freifick in dem
Im Puff hier, da östlich, ich, eine Adresse hier. Na, danke. Schön. Aber übertreib es nicht. Zu viele Extras, irgendwann müssen wir doch zahlen. Okay. Okay. Also. Nur Lack, hier. Leder, Peitsche und der Esel. Oh, was ist los mit dir? Naja, Jutti. Ist das der Spitzname für deinen Dongo oder was? Nein. Na, Jutti. Jedem seine Vorlieben. Ihr macht das schon. Nee, jedem seine Vorlieben. Wie weit kommt's denn, Alter? Es gibt Grenzen. Das. Ja, also das ist. Er kann machen, was er will, solange er mich damit beruhigt ist. Genau die Grenzen meine ich nämlich. Alles und am besten lässt du die Mädels damit auch noch. Die Mädels kannst du doch danach nicht mehr gebrauchen. Alter Schwede, na, nicht mehr darüber gar nicht nachdenken. Junge, der ist 20 Zentimeter groß, der wird schon nichts machen. Nicht ja, reinkriechen. Oh Gott. Grottenbegehung. Piep. Alter. Ja, ich lieg dann auch auf. Ist das nicht gut? Ich hab mir das nur gerade vorgestellt, wenn er so eine Trollprostituierte hat, da kann er ja wirklich rein. Nein, kann er nicht. Die setzt sich einmal auf ihn drauf und schwupp. Obwohl, das wäre schon möglich, aber ist schon grenzwertig. Schwupp, sag ich nur. Das sind manche Fetische sowieso. Aber nicht Sauerstoffmaske vergessen. Ja, wollte ich gerade sagen, Atemgerät muss mit. Ich. Alter. Ja, freudig die Hände reibend, bestelle ich erstmal, verbrate ich erstmal meine 400 Bonuspunkte. Sehr gut. Ich sag mal, dein gesunder Menschenverstand sagt, dass er das irgendwie an ein Postfach von einem Schrottkommling schicken lässt, weil deine ja, Wohnung Dr. ist sonst Baryshnikov. Oh ja. Ja, mach ich. Ich hätte nicht gedacht, dass du diese Bonuspunkte überhaupt benutzt. Aber sicher doch, das ist doch nicht verfallen. Junge, es sind immer gratis. Es sind Bonuspunkte und das ist wichtig. Das stimmt. Er benutzt auch viel Fliegermeilen für jedes Mal, dass er auf die Grenze fliegt. Genau. Nimm, was du kriegen kannst. Achso, Daddy. Ja? Also später, so gegen 2 Uhr nachts, wird deine ID angepingt. Ich hab ihre Nummer, nicht andersrum. Ja, aber du hattest dort vermutlich ein öffentliches Pan, weil das ist nicht in der schlechtesten Gegend, das ist ja ein normales bis gutes Unterschichtgebiet. Ja, super, ich schalte mal Kommling aus. Du musst nur die ID resetten, aber das hast du jetzt einmal vergessen, einmal darf ich das. In der Nachricht stand übrigens, willst du dich nicht mal bei Destiny melden? Die habt ihr halt erzählt und die ist jetzt ganz traurig. Ach Gott. Ah, ID resetten aber ganz fix. Easy. Habe ich nicht einen Schleiberschip oder sowas? Ach, scheiße. Naja, du hast einmal vergessen, den zu benutzen. Ich bin ja sonst nicht so. Vor allem nicht in wichtigen Situationen. Also musst du mir den leider gönnen. Ja, ist ja kein Problem. Gut. Ne? Klick. Noch nicht, wo du wohnst oder so ein Shit. Ich benutze den noch dreimal. Den ganzen Abend durchlaufen lassen. Ganz wichtig, dass ich dann nie wieder Verbindung zu kriege. Destiny. Die ist bestimmt entspannter als Freya. Ja, die macht bestimmt mehr Sachen, aber... Das meinte ich nicht, aber ja. Eine größere Körbchengröße hat sie auch. Eigentlich ist das gar kein... Oh ja. Eigentlich ist das gar kein schlechter Fang, da hast du recht. Aber... Ich weiß schon, die Russen, die tanzen, also die Russinnen, die tanzen, die sind ja aufgeblasen bis... Ne? So viel Helium haben wir ja auch nicht mehr übrig. Und da musst du halt auch mal ein Auge zudrücken, Katsching. Also genau, ihr ist am besten, dann fällt sich so auf. Oder du spendierst dir halt mal eine Begradigung.
Wie teuer ist denn das? Keine Ahnung. Oder verliert die ihre Lebensgrundlage? 750, 800. Da verliert die aber ihre Lebensgrundlage. Geht's halt woanders tanzen. Hm. Oder wie ein guter russischer Mann sorgst du einfach dann fürs Einkommen. Wie gesagt, die geht dir deswegen auch nicht auf den Sack. Ist nicht so, dass dann irgendwie da so, oh, ich bin da mal auf so einem Lehrgang. Das ist einfach, ich hab ein Geschäft abzuwickeln, halt die Schnauze, Alte. Genau, hast du heute von Konstantin gelernt. Was willst du? Willst du noch ein Taschengeld für ein Stückchen Rotwein? Ja, sofort so, jetzt Schnauze. Siehst du, also ich würde die Nummer nicht unbedingt löschen. Was man hat, hat man. Vielleicht brauchst du die ja irgendwann nochmal. Guck mal, hättest du gedacht, dass du nochmal was bei Dr. Baryshnikov zu tun hast? Für Vlad hättest du auch nicht gedacht. Das stimmt allerdings. Ich frag mich, warum er sie loswerden wollte, aber das werde ich wohl nie erfahren. Wenn du dir Outrin ein spezielles irgendwann mal anhörst, doch. Ja, dann weise ich vielleicht nochmal drauf hin, wenn ich dran denke. Also nicht. Sehr schön. Ne? In den Outrin. Jetzt wissen die Zuschauer schon mehr über die Hintergrundgeschichte dieses ganzen Spiels als ich. Natürlich. Eieiei. Also erst, wenn wir das gespielt haben, wo es dann relevant wird, von daher, passt schon. Das ist jetzt auch nicht der übelste Hintergrundplan, wenn ich mir was ausdenken, Freundchen, ruhig bleiben. Wir machen ja, was doch mit Nutten und Vaginalpilzen und dann gehen wir alle ins Bett, das ist so immer mein Plan. Aber es klappt. Natürlich, für euch reicht's. Stimmt, wir sind da anspruchslos. Aber geil. Ja. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ich hoffe, die Links wurden geklickt. Leute, ich mache das nicht ohne Grund. Also doch, ich mache das ohne Grund, aber ich habe Männer getroffen, die dachten, Frauen kriegen Blasenentzündungen, weil sie auf dem kalten Stein gesessen haben. Zu euer eigenen Wohl. Bildet euch! Das, also wirklich, ich finde es auch mal super lustig irgendwie, wenn Frauen irgendwie anfangen, da über periodische Ereignisse zu reden oder über irgendwelche Pilze und so einen Kack, wenn sie es mal tun, dass sie dann die meisten Kerle so, ekelhaft, bah! Ja, Leute, mal ein bisschen Interesse zeigen. Ne, ihr müsst auch mal ein bisschen Interesse an der Situation einer möglichen Sexualpartnerin zeigen. Ihr könnt doch nicht immer nur in den Club gehen und sagen, willst du die meinige heute sein, du griffig, schnittig Fickgebein? Also es geht auch. Aber man muss ja mal ein bisschen auch sich da bilden. Mal ein bisschen interessiert sein, mal ein bisschen nachfragen. Ich finde, das ist ja tatsächlich auch eine schöne Sache, wenn man Frauen, die man noch gar nicht so lange kennt, was, also gutes Beispiel jetzt sind zum Beispiel da Kommilitoninnen bei mir gewesen, das war unheimlich interessant, wenn man die nach so derlei Dingen fragt, Pilzerkrankung und HWI, also Harnwegsinfekt, also Blasenentzündung im Wesentlichen, ne? Was ja nur halb korrekt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Dann merkt man auch direkt, guck mal, die ist entspannt, oder? Oh ja, die hat sich nicht nur so ein bisschen, was ja einigermaßen verständlich ist. Die Leute gehen ja nicht auch in die Apotheke und brüllen, ich hätte gerne was gegen meine Hämorrhoiden. Die sind ja da eher zurückhaltend. Auf jeden Fall, wenn die sich nicht nur ein bisschen hat, sondern auch gleich so eine Fresse zieht, als würde sie dich für Abschaum halten, weil du derlei ansprichst, obwohl du ja nur interessiert bist. Dann merkst du, okay, die ist entspannt, die nicht, mit der muss du übelst aufpassen, nervig. Oder mit der muss ich nichts mehr zu tun haben, geil, weg da. Das ist wirklich eine gute Sache, um
heutzutage, wo man ja auch quasi so viele soziale Angebote bekommt und da auswählen muss, welche man dann irgendwie zu festeren Freundschaften etabliert oder sowas oder zu Nutzfreundschaften, dass man da gleich sieht, aha, ich habe ein perfektes Auswahlkriterium. Erzähl mir was über deinen Scheidenpilz. Also jetzt nicht direkt über deinen, ne? So. Des Weiteren, ich habe hier nicht hundertprozentigen Anspruch auf Richtigkeit von dem, was ich gesagt habe, habe aber nachgefragt, ob das so ungefähr korrekt ist. Und war mir auch schon während des Spielabends ziemlich sicher, dass das okay ist. So. Und das ist es auch. Leute, ihr habt heute die Chance gehabt, was zu lernen. Also jetzt vor allem die Männer. Nutzt das als Ausgangspunkt. Fragt auch gerne eure Mütter. Habt ihr Schwestern? Eine Attacke! Das ist ein gutes Gesprächsthema. Nein, so ist es nämlich. Kaban wird ja, wenn er sich dann mehr mit Destiny vielleicht nochmal trifft, was ja auch gut passieren kann, vielleicht auch noch ein paar Dinge dann nachfragen können. Der nächste Schritt, vielleicht der wichtigere eigentlich, ist ja dann auch mal ein paar Sachen über Verhütung zu erfragen. Ist ja auch was, wo Männer irgendwie wenig Ahnung zu haben scheinen. Ne? Was natürlich nicht zuletzt kommt, jetzt mal Kritik am Establishment, dass Frauen einen im Unklaren lassen oder Lügen erzählen in vielerlei Hinsicht. Furchtbar. Wehrt euch. Lest ein Buch. Geht ins Internet. So, das jetzt reicht's auch mal. War aber trotzdem alles 100% ernst gemeint. Also ich empfinde das tatsächlich als ein wichtiges Ding. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mites mit Cheese My Owner Penis Garage. Überhaupt nicht passend, voll geil, Sunde. Und das Kanalbild, Videobild ist von Evil Chibi mit dem Titel Doomsday. Aller Recht, ja Scheiß, Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mails, Bros.